Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Reagenzglas seht ihr die Ausbeute des heutigen Projekts. Das sind einige Milliliter an ätherischem Lavendelöl. Hier seht ihr das Ergebnis der Lavendelernte von letzter Woche. Eine ganze Kiste ist zusammengekommen und das ist genau ausreichend für mein weiteres Vorhaben. Was das ist, werde ich euch gleich zeigen, aber dafür brauchen wir noch ein Gerät. Und hier haben wir sie auch schon, die Kupferdestille zur Gewinnung von ätherischen Ölen. Ich erkläre euch kurz einmal die Funktionsweise. Im unteren Kessel befindet sich nachher Wasser. Dieses wird zum Verdampfen gebracht, wobei es dann durch das in der Kolonne befindliche Pflanzenmaterial durchströmt. Der ganze Dampf sammelt sich dann im Hut, geht durch das Geistrohr in den Kühler, wird dort wieder heruntergekühlt und verflüssigt und kommt beim Auslauf hinaus. Dieses Wasser-Öl-Gemisch fange ich dann in einem Separierungstrichter auf. Was das genau ist, zeige ich euch später noch. Und dort trennt sich das Wasser vom Öl. Natürlich sind immer noch kleine Spuren vom Öl im Wasser enthalten, deswegen nennen wir es dann nicht mehr Wasser, sondern Hydrolat. Destilliert werden die Lavendelblüten. Diese kommen, wie gesagt, in die Destillationskolonne und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Zum Befüllen werden der Hut und der Kühler abmontiert, sodass die Kolonne dann offen ist. Ich zeige euch jetzt noch etwas. Die Kolonne hat unten einen kleinen Siebeinsatz eingebaut, der ist aber recht grobmaschig, weshalb ich hier noch ein Stück Edelstahlgitter hineinlege, damit mir nicht zu viel Pflanzenmaterial in den Kessel fällt. Nun geht es ans Befüllen der Destille. Hierzu verwenden wir ausschließlich die Blütenstände des Lavendels. Die Stängel könnte man zwar mitdestillieren, sie enthalten aber nur sehr wenig ätherische Öle und würden sonst nur unnötig Platz verbrauchen. Wichtig ist, dass wir das Ganze so fein wie möglich zerkleinern. Ich habe hier ein paar schon vorbereitet, das zeige ich euch und danach werde ich alleine weitermachen, denn das ist eine ziemlich langwierige und langweilige Angelegenheit. Die schnellste Möglichkeit, die Blüten von den Blütenständen zu bekommen, ist, wenn man sie herunterrebelt. Das funktioniert genauso wie zum Beispiel auch bei Kräutern. Man nimmt ein Bündel und reibt es etwas zwischen den Händen. Die Blütenstände fallen dann ganz von selbst ab. Es empfiehlt sich natürlich, hier eine große Auffangtasse zu benutzen, weil die einzelnen Blüten in alle Richtungen herumfliegen. Und am Ende bleiben nur noch die Stängel übrig. Die blütenlosen Stängel muss man auch nicht wegwerfen. Man kann sie immer noch zum Beispiel für Duftsäckchen verwenden. Sie riechen zwar nicht ganz so stark wie die Blüten, es reicht aber aus, um den Lavendelduft noch wahrzunehmen. Dafür zerkleinert man sie einfach, füllt sie in Säckchen ab, verschließt diese und fertig. Ich werde dieses Stängelwerk an meine Tochter weitergeben, weil die bastelt sehr gerne und wird sicher eine gute Verwendung dafür haben. So, wie ihr seht, sind wir mittlerweile nach drinnen ausgewandert. Die Destille ist befüllt und oben kommt jetzt noch ein weiteres Metallgitter rein. Das dient dazu, dass vom Pflanzenmaterial nichts in den Destillenhut geht und dann nachher das Geistrohr verstopfen könnte. Das wäre nämlich ganz schlecht, dann entsteht nämlich in dem ganzen Gerät sehr viel Druck und es würde mir vielleicht um die Ohren fliegen. Und da ich es vorher vergessen hatte, jetzt ist natürlich im Kessel Wasser drin. Ich habe hier eine 2 Liter Destille und habe sie mit ungefähr 1 Liter warmem Wasser befüllt. Das reicht vollkommen aus, um den Lavendel durchzudestillieren, weil wir werden hier sowieso nur ungefähr 500 Milliliter destillieren. Zusätzlich habe ich den Übergang vom Kessel zur Kolonne noch mit etwas Teflonband isoliert, damit es wirklich dicht bleibt. Und obendrauf kommt jetzt noch der Destillenhut, den habe ich auch mit etwas Teflonband isoliert. Sitzt, passt, perfekt. So, der Kühler ist nun auch angeschlossen. Das Kühlwasser läuft jedoch noch nicht, da warte ich erst, bis die Betriebstemperatur erreicht ist. Ich pumpe das Wasser in einem Kühlkreislauf hin und her, dann verschwende ich weniger davon. Und während wir jetzt darauf warten, dass sich das Wasser aufheizt, zeige ich euch noch ein paar Aufnahmen von der Terrasse.
So, das Wasser kocht, die Kühlung ist aktiviert und die ersten Tropfen Hydrolat und ätherisches Öl rinnen schon in den Auffangbehälter. Das schauen wir uns jetzt natürlich noch einmal aus der Nähe an. Wie ihr seht, hat sich in der Zwischenzeit schon einiges angesammelt. Das ätherische Öl vom Lavendel schwimmt auf der Oberfläche des Flüssigkeitsfilms und ihr könnt gut sehen, dass es sich schon teilweise abgesetzt hat. Der Rest unter dem Ölfilm ist das Lavendelhydrolat. Das können wir dann nachher noch für Duftwässerchen und ähnliches verwenden. Und während wir noch weiter warten, dass die 500 ml voll werden, könnt ihr mal hier unten, ja, genau hier unter dem Video, auf den Abonnieren-Knopf klicken. Das würde mich sehr freuen. So, und hier haben wir jetzt das endgültige Ergebnis, den Separierungstrichter voll mit Lavendelhydrolat und ätherischem Öl. Wie ihr seht, ist die Flüssigkeit noch etwas trüb. Das liegt daran, dass hier sehr viele Blütenbestandteile, wie zum Beispiel der Nektar der Lavendelblüten, auch noch mit enthalten sind. Und natürlich auch noch etwas gelöstes ätherisches Öl. Ich werde das Ganze jetzt über Nacht stehen lassen, dass sich das noch im Wasser befindliche Öl auch nach oben absetzen kann. Und dann das Hydrolat über den Hahn unten ablassen. Damit der ganze Trichter stehen kann, stelle ich ihn hier in einen Wasserkrug. So kann das Ganze jetzt ein paar Stunden parken und sich beruhigen. Und morgen sehen wir weiter. Und hier haben wir das Ergebnis nun nach etwa 12 Stunden. Das restliche Öl hat sich abgesetzt und was jetzt noch im Hydrolat enthalten ist, wird sich auch nicht mehr separieren und kann so in Fläschchen abgefüllt werden. Es schaut jetzt noch nicht nach viel aus, das liegt aber daran, dass die Oberfläche hier relativ groß ist. Wenn wir das Hydrolat dann abgelassen haben, werden wir sehen, dass doch eine halbwegs brauchbare Menge an Öl dabei herumgekommen ist. Zum Abfüllen wird der Trichter einfach über ein Fläschchen gehalten. Jetzt noch den Absperrhahn auf. Und schon kann es losgehen. Und je weiter der Flüssigkeitsstand sinkt, desto mehr erkennt man das ätherische Öl. Jetzt heißt es gut aufpassen, dass wir rechtzeitig wieder zumachen. Und hier haben wir dann auch schon die endgültige Ausbeute an ätherischem Öl. Gut, ein bisschen was klebt noch an der Trichterwand, das wird sich nachher noch nach unten sammeln. Ein paar Milliliter werden das schon sein und daraus kann man zum Beispiel auch schon eine größere Menge Badezusatz herstellen. Eigentlich gar nicht schlecht, oder? Das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ihr mit dieser Anleitung etwas anfangen könnt, dann gebt mir vielleicht mal einen Daumen nach oben. Ich wünsche euch eine angenehme Woche und bis zum nächsten Mal.